Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Die Standalone. Zu zweit. Ja, jetzt mit Ton. Nein, war ich vorher auch schon. Wir haben jetzt was vor, und zwar möchten wir den Bären finden. Warte, was? Warte, nein. Gucken Sie, schauen Sie. Ich habe Augen zu. Ich hoffe, das war eindeutig deutlich, also. Es war 3,15. Nicht schlecht. 12/18, dachte ich. 17/39. Jetzt übertreiben Sie es so. Das war noch übertreiben. Eine Anzeige. Untertreiben. Anzeige ist nämlich raus. Wo denn? Also draußen und außerhalb des Hauses, ja? Ah, ist schlecht. Ich dachte mal, es ist durch den Kopf gegangen, wegen Anfängerset, was, wenn ich es umstelle, ne? Ja. Noch eine andere Option. Oh. Also so habe ich letztens nämlich irgendwo gesehen, dachte ich, das wäre auch mega geil, so als Anfangsset. Und zwar, also entweder haben wir ja noch den Ritter, was wir gesagt haben, ne, mit dem Schwert. Oder wir machen einen auf Walking Dead. Komplette Lederklamotte und ein Basie mit Stacheldraht. Also Negan, like the Negan. Aber dann auch mit dem Motorradhelm, mit Stachel. Welch Motorradhelm mit Stachel? Da konnte man das nicht machen. Nein. Achso, du meinst diesen komischen, ja? Boah. Das war doch nur irgendein Mod, oder? Ach, weiß ich nicht. Wo konnte man sich den herstellen? Das weiß ich gar nicht. Fuck! Alter, ich wäre gerade fast ausgerastet, ne? Ich hab mich die ganze Zeit gewundert, wo ist der zweite LKW? Oh! Schlimm. So, ja, der LKW ist voll. Ja, wieso? Wir nehmen das Zeug raus, was wir brauchen. Und zwar ganz Anzug mit Kampfmaske und so. Und fahren mit dem Ding. Ja. Ist der voll? Ist da was drin? So Reifen und so. Fuller als full. Ich gucke jetzt gerade erstmal ganz kurz. Ich hol mal so Munition raus. Trotzdem aus dem LKW und sortiere es. Oh Gott, mal fix weg. Weil eigentlich möchte ich die LKWs auch mal leer haben. Du musst den auch mal unbedingt mal das Video angucken, was ich dir jetzt heute geschickt hat bei Discord. Muss mich danach dran erinnern. Ich vergesse das immer wieder. Sagst du so oft, das ist scheiße, dass ich das immer wieder vergesse. Ja, der anderen, mein Gott, es wäre nicht schlecht, ja, wenn du da drin guckst, aber bei dem ging es halt wieder darum, wann alles despawnt, was man baut. Ich wusste nicht mehr, ob du das jetzt genau nochmal wusstest und da ob. Ich wusste nicht, dass es überhaupt despawnt. Ja, dadurch, dass wir den Server mal ausmachen, kann es ja nicht passieren. Dadurch kommt es ja nicht auf die Zeit. Okay. Ansonsten 45 Tage und dann despawnt. Auch wenn du da aktiv alles bist? Sobald du etwas, aus beispielsweise du baust eine Kiste, ne? Ja. Platzierst du hin, dann hältst du genau 45 Tage. Es sei denn, also der Timer wird immer neu resettet, wenn du beispielsweise was raus und wieder reinnimmst. Dann wird okay. Das war und durch die Flagge, Frage. Und hier durch die Flagge, die wir gebaut haben, ist es nochmal extra. Durch die Flagge geht ja jeden Tag die Fahne ein bisschen runter, bis sie ganz unten ist. Und wenn sie ganz unten angekommen ist, zählen wieder 45 Tage, aber erst nachdem die Flagge komplett runter ist. Und dann für alles, so ihr seht. Ansonsten einfach Flagge wieder hochziehen und das ist wieder normal. Aber nach dem Server Neustart scheint die dann ja sich zu resetten, oder? Ich glaube nicht. Die sind, glaube ich, ein Stückchen unten, wie es aussieht. Boah, da muss ich denken, oh, da habe ich ja noch nie drauf geachtet. Wie krass ist das denn? Ja, ich glaube, das hatten wir vielleicht ganz am Anfang mal sehr, aber irgendwie auch nicht wirklich drauf. Ach, keine Ahnung. Und durch das Video ist es mir nochmal ein bisschen klarer geworden, dachte ich mir. Ich habe mich sowieso mal gewundert, warum das immer bei uns hält. Aber klar, wenn wir es Server ausmachen, kann es ja gar nicht die 45 Tage sein. Und dadurch, dass wir immer wieder irgendwo hingehen und überall reingucken und dran machen, ist klar, dass nichts despawnen kann. Ja. Aber naja, sag das nicht. Ja gut, ja, okay, wir laufen öfters lang, ja. Ja, vielleicht wäre es auch besser, vielleicht überall so eine Art Flagge hinzubauen, dass man immer die Flagge hochzieht und gut ist. Boah, doch, ich glaube ja, die ist tatsächlich tiefer. Kann man die jetzt hochziehen schon? Tatsächlich? Ich muss gucken, dass es noch nicht ausrührt. Ja. Ich weiß nicht mehr genau, wie lange das dauert, bis sie runter ist. Man kann es auch runter machen.
Ach was. Ja, und da hat das nochmal richtig gut erklärt gehabt. Darum habe ich das Video geschickt. Tatsächlich, die war wirklich schon ein bisschen weiter runter. Okay, das ist irgendwie geil. Keine Ahnung. Aber hätten wir die hier vielleicht ein bisschen sinnvoller platzieren können. müssen. Ja, das stimmt eigentlich in der Mitte ungefähr. Ja, weil das geht nur genau 60 Meter. Das geht nämlich genau nur 60 Meter ringsherum. Weil die Zelte hinten zum Beispiel, die. Oh. Sind da nicht drin. Ja, ich, gehört? Ne? Ja, ich. Nein. So. Irgendwo ist was eingeschlagen. Aber ich kann es gerade nicht richtig deuten, ob es jetzt in die Richtung war. Ach, Manu, prüf deine Hose. Warte. Ah, oh, verdammt. So eine Scheiße. In den Böllert. Alter. ach nein, wir müssen es komplett umziehen. Oh. Stimmt. Gott. Am besten machst du es jetzt. Na, muss ich ja. Ich schieße dann aus der Ferne. Ja. Scheiße. Kein Bock auf die Scheiße. Kein Bock auf die Scheiße. Jetzt muss ich gucken, ob wir irgendwo noch ein Zelt frei haben oder ich packe alles gleich im LKW. Okay, alles im LKW. Nee. Boah, ist das räudig. Oh nee, ey. Oh, jetzt hast du auch noch so viel reingepasst, dann noch mehr. Ja. Alter. Yep. Was sagt mein Auto? Ich hab mich gerade gefragt, was ist das für ein Geräusch? Nee, aber ich höre nur den Elch. Oder diesen Hirsch oder was. Ja, ja. Ja, ich hab dieses Brummen gerade von so einer Musik. Achso. Versuch mal den einen Doppelreifen wegzupacken. Achso, du musst dich auch umziehen. Hallo? Ich schieß von außen. Du darfst gerne. Nee, du musst ja mit reinkommen, das ist ja tief. Wir haben keine leeren Zelte. Was soll ich denn hier alles reinpacken? Hinten, ey, komm jetzt. Hinten safe. Die Autos, ja. Nein, ja, genau, hinten irgendein Auto. Jeder sucht sich ein Auto aus. Du kannst dein weißes übernehmen. Ich nehme mein weißes. Wow. Ich nehme mein gelbes. Ja, geil. Achso, ein bisschen kurz warten. Nicht, dass hier was spawnt. Boah, ich glaube nicht. Ich nehme ein anderes Auto. Hä? Kann das nicht rein? Ja, das war mal. Ich habe damals aber öfters mal was reingepackt, für die gedacht habe, wenn ich mal damit mal wegfahre oder so. So ganz kleines, ich weiß nicht, so ein bisschen Zeug. So. Geil. Relativ. Ach, da ist eine richtig geile Flagge drin, sehe ich gerade. Aber alles so ein bisschen beschädigt, das irgendwie durch. Oh Gott. Ja? Du meinst mich? Okay. Ich habe keinen Bock auf die Scheiße. Aha. So, Ey, weißt du was? Für die ganze Munition, nein, die man hier so drin hat, da kann man doch echt sich doch mal irgend so einen kleinen Beutel holen, den man einfach nur hin und her zieht. Na gut, dann macht er aber auch wieder extra Gewicht. Ja, aber macht er auch nochmal extra Gewicht, auch wenn es so ein bisschen ist. Schon wieder ein Einschlag. Und so krass häufig wechseln wir ja hier nicht. Müssen wir mal überlegen. Ja, es gibt ja, glaube ich, nichts anderes als Beutel, oder? Ja, weiß ich nicht. Man könnte entweder den Koffer oder halt den Seesack. Der Seesack wiegt ja, denke ich mal, nicht so viel. Ja, warte mal, die Sturmweste können wir anlassen, oder? Alter, Mami, jetzt hier nicht fertig, das hat am längsten gedauert. Ich weiß es nicht. Ja, doch, die Sturmweste musst du eigentlich drüber ziehen. Stimmt, oh. Ich weiß nicht, ich teste das ganz fix. Ja, ich lasse jetzt an und dann gucke ich auch. Ah, mach jetzt, machst du denn? Du machst das schon. Ich meine, sehr cool. Glaub an dich. Kampfhose brauchte ich gar nicht, brauche eigentlich nur Jacke leer machen. Perfekt. Oh, eine ist demoliert, die sollte man natürlich nicht anziehen. Es ist scheißegal. Ob zu nun schnell flicken gut ist. Wen willst du flicken? Ficken? Darf ich das laut sagen? Ja, ist das Spiel ist eher ab 18. 18? Ist das ab 18 oder ab 16? Naja gut, dadurch, dass nichts großartig Sexistisches kommt, denke ich mal ab 16. Weil da könnten wir auch die Spieler sagen, ihr könnt auch 16 sein. Tatsächlich, man kann es anlassen. Fuck, ey, und jetzt wieder alles zurück. So, also ich muss Schuhe aus. Okay, ich glaube, ich hole mir erstmal meine Schuhe, bevor ich hier rumlaufe, ohne. Ich hole mir schon meine ganze Klamotte, gut ist. Nimm nicht erstmal noch nicht die
ABC-Schuhe, die noch nicht anziehen, weil die gehen, glaube ich, super, super, super schnell kaputt. Damit sollten wir auch nicht rennen. Dann gehe ich damit halt. Ja, aber ich muss ja jetzt irgendwas anziehen, wenn ich gleich rumlaufe. Also, weil sonst... Sneaker. Verbraucht das. Gute Sneaker. Dann müsste ich da eigentlich gehen. Das sind ja Stiefel, keine Überzieher-Dinger. Ich kann nichts mehr rüberpacken gerade. Rast aus. Alter, hat mir nicht mal eine komplette gelbe Klamotte. Ich hätte gerne mein Spiel ist abgestürzt. Du wurdest aus dem Spiel entfernt. Du Kick. Okay, man sieht das Passwort nicht. Dann brauche ich auch nicht sagen, dass es 1235 ist. Oh, Gott sei Dank, ey. Nee, hätte ich sowieso nicht machen brauchen, wenn man sieht. Wahnsinn. Handhabehaft, ja. Oh, jetzt ist hier wieder nichts gespawnt. Oh mein Gott, wir wurden ausgeraubt. Oh Gott, die Zelte, die Autos sind alles weg. Oh, das Zelt ist doch da. Oh Gott sei Dank. Oh, ein Auto ist da. Finale nichts können. Das knallt, wenn ich spawn. So. ABC-Jacke abgenutzt, ja damit. Du bist abgenutzt. Mein Junge. So, die Maske noch nicht nutzen. Die packen wir mal erstmal in die Jacke. Ich nehme hier noch... Ich nehme die angekratzten Filter mit, ja. Ja. Ein Stück. Also die fast der eine, der ein Viertel hat und der andere drei Viertel. Und einen fast ganzer, der dran ist. Das sollte ja, denke ich mal, reichen. Dass man die nicht stapeln kann, das wäre so geil. Helm kann man also wahrscheinlich auch auflassen, oder? Denk mal, dass nee. Du brauchst ja. Nein, du brauchst die Kapuze und die Maske. Da kannst du den Helm nicht auflassen. Ach ja, dann das Bandana auch, also auch ab. So, was haben wir jetzt hier? ABC-Jacke, ABC-Hose, ABC-Kapuze, ABC-Handschuhe. Handschuhe. Noch Schuhe. Alter, meine Stiefel sind beschädigt. Haben wir abgenutzte Stiefel? Ne, nur makellose. Okay. So. Ich will eine komplett gelbe Klamotte. Was soll der Kack? Kannst von mir aus gleich die Jacke hier haben. Achso, hast oder, du schon? Oder du musst, ja, oder du musst drinnen mal gucken im Zelt. Alles gut, ich hab jetzt. Ah, hier ist noch eine gelbe Kapuze. Und gelbe Schuhe. Guck nach wegen heile oder kaputt, ne? Ja, gucke ich ja die ganze Zeit. Ich nehme ja denn das, was schon angekratzt ist. Alter. Funktioniert. Okay. Da müsste ich jetzt eigentlich die Schuhe. Alter, sind die. Ich kann ja nicht runterscrollen. Oh, ist das ätzend. Die sind schon beschädigt. Innen rechts. So, Manu, weh, du gaffst jetzt hier, ey. Dann raste ich komplett aus. Wehe. Wehe. Wehe, du guckst jetzt, ey. Wehe. Dann wäre ich richtig wütend. Er kotzt gleich, oh mein Gott. Akzeptiert. Ey, sag mal, das passt gar nicht mit der Jacke. Ich bitte dich, bitte, gib mir bitte die gelbe Jacke. Dann habe ich wenigstens. Oh, danke schön. ABC-Handschuhe. So, die Schuhe makellos. Wieso kann ich da schon nichts reinpacken, weil da was drin liegt, ne? Wie gesagt, die Schuhe wechsle ich erst dann, die lasse ich dann im Auto. Weil die nutzen sich ultra schnell ab. Gasmaske. Ja, Gasmaske aber erstmal ohne Filter. Das kann ich mir schon mal aufsetzen. So. Okay. Jetzt kann ich ja mal ganz kurz was gucken. Ich habe ja Kohletabletten dabei, nur mal so aus Spaß. Bitte, 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 bitte. Oh, man kann sehr echt die Filter wieder auffüllen. Zusammenstecken? Nein, mit Aktivkohletabletten. Wow. Nicht dein Ernst. Die sind wieder voll. Fuck, wow. Warte mal.
Warte mal, wie viel hat das gekostet? Oh mein Gott! Sag ich sicher, es hat 6 gekostet für ein Viertel. Ich versuche jetzt einen leeren mal aufzufüllen. Ah, hier ist doch nichts gespawnt. Please hold the line. Sie wird nicht verbunden. Nicht verbunden. Sie sich. Wir haben warte. Ich habe extra eine Leere aufgehoben für diesen Fall. Dass es vielleicht irgendwann mal funktioniert. Hier, ich habe hier eine mit Viertel oder mit Dreiviertel. Ich würde gerne wissen, eine komplett Leere, was die tatsächlich snackt. Ja. Ja, wenn du jetzt hier halbe, ihr Viertel nimmst, dann siehst du doch, wie viel denn ist. Trotzdem hatte ich irgendwo eine ganz viele ganz leere. Trotzdem, also es ist ja auch noch. Also ich wüsste nicht, dass wir die leeren gehortet hätten. Doch, ich hab die auf jeden Fall aufgehoben. Du, das kann denn sonst was für ein Camp jetzt sein. Nee, wenn dann hier. Ich glaube, Masken hatten wir doch bis jetzt immer hierher gebracht, oder? Keine Ahnung. Egal. So, wo bist du? Im Auto. Oh, bin ich hinterm Zaun gebackt irgendwie. Wo hast du die? Was? Den so. Filter. Da. Boden. Achso, naja, gut, der ist ja fast halb. Ich habe 12 Tabletten. 2! Alter, okay, das ist dolle. Guck mal her. Ist jetzt voll? Ja, aber mit 2 Tabletten. 12! Also 10! 12 Stück brauchst du für einmal komplett füllen. Okay. Das ist extrem. Ja gut, stell mal so eine kleine Mini-Tablette in so einem Riesending vor, das bringt ja nichts. Naja, so groß sind die jetzt auch nicht. Ich wundere mich, dass es überhaupt geht. Wie bitte? So groß sind die jetzt aber auch nicht, die Filter. Also jetzt im Real. Also natürlich um Faust groß. Ein bisschen größer. Boah. Ich hab doch hier meine schwarze irgendwo rumliegen, da hängt auch so ein Filter noch dran. Das ist übelst das Ding. Also ich kann... Ah! Ich will jetzt scheiß Multivitamin-Tablette nehmen, das kann ich nicht, weil ich die Maske aufhab. Ja, da musst du erst die Maske absetzen, ne? So, ich nehme mal die komischen 2 Gasmasken, nehme ich mal raus, ja, und pack die mal ins Auto wieder. Jetzt habe ich das Spiel verarscht. Während ich die Tablette geschluckt habe, habe ich wieder Maske aufgesetzt. Boom. Ganzes Spiel zerstört. Spiel verarscht. Kein Wunder, dass da mal gebannt wird. Alter Junge, irgendwie. Ich kann nichts ins Auto gerade drin packen. Ja, der Server ist gerade auch ein bisschen sehr. Ich habe mir extra vorher angemacht. Ja, ist geil. So, ganz kurz gucken. Achso, ich bin zu weit weg vom Auto bestimmt. Das kann auch sein. Yep. Huch. Okay. Also, ich habe Maske, Hose, Handschuhe, die Kapuze. Dann brauche ich noch die Schuhe nachher umziehen. Ja, dann bin ich safe. Wie viel Filter hast du dabei? 3 Stück. Also, ja, 3 Stück. Ich habe 2 volle und 5. Ein Dreiviertel-Ding. Ich habe 5. Ich würde 2 hier auch wieder reinpacken. Ich glaube, die halten ja auch recht lange. Ja, es geht. Gut. Damals mussten wir auch schon ein, zwei Mal wechseln. Also. Ja. Na gut, da kann ich ja 4 mitnehmen. Eine setze ich ja dann eh auf. Mache ich ja eh dann rein. Gut, dann können wir... Ich packe nur noch 2 Dosen weg, damit ich das nicht auch noch mitschleppe. Die Jutendosen! Es wäre unnötig, wenn ich das noch mitnehme. Warte, was? Du bist unnötig. Okay, ich nehme noch mal ein bisschen mehr Munition mit kurz. Warum sitze ich denn heute so beschissen? Alter, wo ist denn hier der Klicker hier da? Warum ist das Magazin nicht voll? Oh, sorry, Leute. Ich müsste mal ganz. Jetzt geht's weiter.
Kann man ganz kurz nach hinten und noch mein AS-Magazin auffüllen. Die Munition kann ich komplett liegen lassen. Ne? Wird alles gut. Ich suche mir jetzt auch noch mal kurz. Oh, hier kann ich die Granate mit reinpacken. Ich meine, die Renate. Okay. Gut. Ja, im Trockensack könnte ich eigentlich auch noch mal... 2, 4, 6, 120, 160, 140 Schuss habe ich. Plus 2, 3 Magazine. Ach, das reicht ja wohl, oder? Ja. Ich bin ja immer so... Die sind ja sowieso da beide drin, also braucht man nur jeweils die Hälfte nur Munition. Verballern. Jetzt kann ich nicht mal mein Wildbread essen, wenn ich die Maske auf habe. Ja. Ich nehme mir noch ein bisschen was von der Dose drin. Oder? Ja. Können wir, ich hab jetzt alles. Oh Gott, die hält so lange, die Dose. Das ist heftig. Ja, ist doch aber die Unbekannte, oder nicht? Ja. Ich glaube, davon packe ich auch eine als Starter-Dings mit drin. Oder eine Dose? Naja, wie gesagt, eine das ist die schlechteste, die es gibt im Spiel. Aber die hält so lange. Ja, weil er traut sich, die nicht zu essen. Ist wie Katzenfutter. Die hält auch ewig, weil er die einfach nicht fressen will, die Scheiße. Denn halt eine gute Dose, Dosenpfirsiche, die sind immer gut. Oh ja, oh, ist hatte ich jetzt vor kurzem erst wieder. Ich habe die komplett weggesnackt, ne? Ich weiß nicht, ich komme da mal nicht so ran an die richtigen Pfirsiche, wenn ich ehrlich bin. Ach, irgendwie will ich es auch die ganze Zeit mal probieren, aber ich komme da irgendwie auch nicht dran. So. Voll dieses Zuckerwasser da drin, das trinke ich, naja, doch, eigentlich ja. Das habe ich damals von diesen kleinen Mandarinendöschen so gern mal probiert und so. Das fand ich ja damals so geil, aber mittlerweile so ist der Geschmack, der ist halt zwar immer noch so wie damals, aber irgendwie komme ich da jetzt auch nicht mehr. Schreibt in die Kommentare, trinkt ihr auch Gurkenwasser? Gurkenwasser, was mit Gurkenwasser erwischt, Alter. Oh, Alter, das wird mal später eine Bohle, Junge, eine richtige. Und dann noch eine Flasche Pfeffi drin. Oder Doppelkorn, Alter, dann ist vorbei. Das ist Alkohol, da bin ich raus. Alter, das musst du nicht merken. Du Meth? Oh, ich hab Meth Brownie gemacht. Ey, der eine hat das so geil auf Arbeit heute gesagt. Ich hab da auch schon mal in einem Video gesehen, ja, ich habe es aufgehört, die ganzen Drogen zu nehmen, hier rauchen und Alkohol zu trinken. Aber um das zu kompensieren, nehme ich jetzt Koks. Oder irgendwie so. Er hat das besser rübergemacht, das war wirklich geil. So, wenn wir jetzt Bleche finden und so, sag mal Bescheid, ne? Das war die einsammeln. Ach so, ja. Wir können, wenn du magst, die Garage noch mal kurz... Ach so. Nee, auf dem Rückweg zur Not. Ja, ja. Lara findet man doch irgendeine geile Scheiße. Ja. Ich denke auch bei diesen permanenten, da findest du eigentlich mehr als bei den zufälligen. Ich hoffe es. Und wir waren schon lange nicht mehr in der kontaminierten Zone. Schon sehr lange nicht mehr. Stimmt. Eigentlich nur damals, als du rauskam, ne? Ja. Und dann haben wir gesagt, ey, wir sammeln jetzt erstmal. Jetzt haben wir viel zu viel von dem Scheiß und gehen nicht in die Zone. Wo ich mir so denke, mal schille. Aber da fehlt mir tatsächlich wieder so eine ganze große Stadt kontaminiert. Ja, die kleinen Zonen, ja, es geht, aber stell dir mal eine ganze große Stadt vor. Das wäre krass, aber da müsste auch die Maske länger halten. Dann stell dir mal vor, du hättest... Ja, okay, aber ja gut, dann meine ich, dann müsste es aber wieder tatsächlich so kleine Mini-Safe-Zone geben, so wie beispielsweise ein Haus steht da jetzt nicht so drin, das ist vielleicht ein bisschen freier, oder wenn du aufs Dach gehst, bist du safe oder so, so wie bei dem einen, wie bei der einen Zone, die da entstehen kann. Oder hier beispielsweise links auf dem Hoch so ein Hochhaus gehst, dann bist du aus der Zone raus. Dass du so ein bisschen kleines Safe-Ding hast da drin. Ja. Falls also ich, was ist, dass du so halt. Ich bin heute auch schon seit 14 Uhr zu Hause. Hast du da was gekriegt? Ja. Okay. Dann,
Habe ich. Gut, dich interessiert das zwar nicht so, glaube ich. So Lautsprecherkram. Ja. Ich weiß nicht. Ich hatte jetzt. Boah, nee, warte mal. Ich bin jetzt 10 Jahre mit meiner Frau zusammen. 11 oder 10,5. What the fuck? Ich hab die Box, also die alte, das alte Lautsprecherkram hatte ich jetzt locker 15 Jahre, 14 Jahre. Vielleicht, wenn ich das mal sage, ja, aber wenn du meine Frau sagst, ja, das ist jedes Mal so kribbeln, das kennt man einfach nicht, das ist so einfach so, teilweise noch so ein bisschen unreal, ja. Obwohl immer ich schon noch, so lange ja? zusammen, so, ja, also, ja gut, das halt mit der Frau, weil, ja, ihr seid gut. ja schon seit über 10 Jahren zusammen, ist ja klar, aber dieses, meine Frau, da komme ich einfach nicht mit klar, so noch überhaupt nicht. Soll ich lieber sagen, meine Olle? Ja! Mag ich helfen, persönlich. Maschallah, Bruder, Mensch, das sagt doch meine Olle. Die Alte. Alter. Oh, der fällt mir wieder richtig gutes Lied ein, aber das kann ich hier nicht bringen. Wenn es ab 16 ist, geht das. Warte mal, siehst du? Nicht ganz. Sag mal so, meine Ex hat das nicht gefallen, wenn ich das hier so gesungen habe. Wow. Welche Altersvergabe hat der ab 18 doch? PlayStation 4. Ja, nicht das bei PC? Sein. Ja, wer weiß. Wir sind in Deutschland. Nee, Sprache Englisch. Ne, 18 ist tatsächlich ab 18. Verstehe ich ehrlich gesagt nicht. Vielleicht weil es so realistisch ist? Ich weiß nicht. Ich glaube nicht. Ich meine ganz ehrlich, was ist hier ab 18? Kann von irgendeinem Zombie Kopf abgeschossen werden? Nein, ich habe gerade die USK angeguckt. USK angeguckt. Es ist tatsächlich ab 18 auch eingestuft. Ja, doch, meine ich ja. Was könnte jetzt sein, was hier ab 18 wäre? Eigentlich nichts großartig. Ab 16 würde ich komplett verstehen. Maximal aber wirklich dieser warum? Realismus. Es ist ja schon ziemlich realistisch. Ja, ziemlich. Es ist jetzt nicht hardcore. Ich meine, die Zombies, die haben drei oder zwei Positionen, wenn sie sterben und auf dem Boden liegen. Also ja, Realismus ja. ist ein bisschen was anderes. Ja. Ja, stimmt, siehst du, das sind so Details, habe ich so noch nie drauf geachtet, aber wirklich, die liegen eigentlich immer auf dem Rücken. Aber ich glaube, auf dem Bauch auch. Doch, auf dem Bauch ja auch. Hm. Ja, gut, ich glaube, ein Arm kann mal abfallen oder sowas, glaube ich. Nein, nee. Auch? Nee, im Arm, nee, hier fällt nichts ab. Nee, es ist dann einfach weg, oder? Ich weiß es gerade nicht. Nee, gar nicht. Das bleibt einfach so. Ja. Alter. Ja, dann verstehe ich die ab 18 echt nicht, also. Nee. Vielleicht hat das damit zu tun, weil es halt auch PvP sein kann, weil man halt gegen andere spielt. Vielleicht das, dieser Nervenkitzel und sowas. Das kann sein. Aber ist PUBG auch ab 18? Muss ich gucken. PUBG USK. Ich gucke. Ja, nee, 16. Okay, das ist härter. Ja, obwohl eigentlich auch nicht, oder? Nee, eigentlich nicht so. Also, vielleicht haben sie auch vor, wann kam das Spiel raus? 15 Jahren? Keine Ahnung. Vielleicht haben die damals eine Lizenzierung oder wie man das nennt, eine USK-Beantragung gemacht, keine Ahnung. Und seitdem halt nie wieder aufgefrischt. Vielleicht ist das Spiel jetzt auch schon ab 16 oder vielleicht sogar ab 12. Na gut, 12 glaube ich nicht. Nee, nur so Ballerspiele. Nee. Ja, wegen Waffen, schon allein wegen Waffen. Aber ab 16. Warte. Ab wann ist Fortnite? Ja, kommt das doch ab 12, oder? Das spielt doch 8-Jährige. Ja, würde ich schon sagen, also. Ah, das wäre jetzt mal interessant. 14. Hä? Also, 14. Die USK hat gesagt 12. Also, weil ich guck mal direkt auf der USK-Seite. Ja, ab 12, ja. Ja, komm, das ist ja wirklich ein Kinderspiel. Also, wirklich. Das spielen doch nur kleine Kinder. Ja. Oder halt alte Opas. Ich will zwar nicht wissen, woran da der Zusammenhang liegt, aber okay. Ah, sieht auf dem Rückweg. Perfekt. Der LKW, der hat die zwei Reifen dran. Einen normalen und einen Doppelreifen. Normalen, ja. Doppelreifen? Doch, nee. Doch, hinten, ja. Der hat beides dran gehabt. Also genau auf der anderen Seite. Müssen wir dann nachher gucken. Das passt ja, wenn wir das mitnehmen können. Das ja... Stell dir mal vor, wir fahren und fahren und fahren, auf einmal hält das Ding an, wenn die Glühkerze während der Fahrt einfach im Arsch gegangen ist. Alter, ey, sowas sagt man nicht. Ich
Ich denke aber die ganze Zeit an sowas, weil wir haben nur die eine. Ja. Dann sollten wir vielleicht jetzt nicht zu krass viel damit fahren. Ich will aber. Ja. Endlich. Ey, du sag mal. Jetzt mal ehrlich, willst du mit dem Auto in die Zone reinfahren? Also wir ziehen uns um und dann fahren wir in die Zone rein? Nee, ich würde den richtigen Weg fahren, vorsichtshalber. Ist das ein richtiger Weg? Ja. Davor, ja, genau. Nee, hier vorne gleich. Ich glaube nur ein Balken hier unten weiter. Wow. Das auch, ne? Ja, das ist schon. Naja, wo, ich weiß es nicht. Ja, gut, ich meine. Es wird ja gehen im Grunde, wenn wir jetzt. Ja, das ja. Da geht auch das Auto nicht kaputt, da habe ich schon mal geguckt. Das strahlt, hält vielleicht noch länger. Ich wollte gerade sagen, du bleibst stehen. Ich gehe vor und du fährst weiter. Ich gucke ab, wann die anfängt. Dass wir halt vorher auch nochmal ausstellen können. Hast du Filter drin? Nee, noch nicht. An. Der muss ja, wenn jetzt reinläuft. Nee, ich will jetzt einfach gucken, wie weit du mit dem Auto fahren kannst. Also hier kannst du auch langfahren mit dem Auto. Ja. Dass du so nah wie möglich ranfährst an die Zone wenigstens. Ja gut, das ist jetzt ja jetzt nicht so wichtig. Also dann fahr bis hier. Dann fahr bis hier. Hier ist Ende von der Straße. Hier fängt ein Wanderweg an. Oh, ich hab da eigentlich wieder mal Bock drauf. So, dann können wir uns ja aufs Auto noch draufstellen, oder denn? Ja. So. Dann geht es jetzt los, meine Freunde. Nee, gleich erst. Vielen Dank fürs Zuschauen. Nehmt mich, gebt doch einen Daumen und schreibt den Kommentar, wie euch das Video gefallen hat. Tschüss. Tschüss.